Und dann nochmal ein herzliches Willkommen vom Ossiacher See. Wir haben wirklich Glück gehabt, sind wirklich beim Seecamping Berghof angekommen. Nicht, wie gesagt, unser Lieblingsplatz. Aber auch ein sehr schöner, und zwar nämlich der mit den Seeblicken. Das ist der Abteil W. In dem Fall haben wir W30 jetzt hier. Das ist schon sehr schön. Genau, und wir kommen halt, und das ist das Wichtige, wir kommen schnell zum See. Wir werden nachher keinen Seeblick mehr haben, weil es kommt noch einer gegenüber, dann ist der Platz wahrscheinlich weg. Könnte aber sein, vielleicht haben wir auch ein bisschen Glück, dass wir quer durchgucken können. Es stört auch nicht, weil wie gesagt, dann ist das etwas aufstehen, hingehen und gut ist. Wir haben einen schönen Blick auf die Gerletzen, wir haben einen schönen Blick auf die Dobratsch und wir wissen, dass wir auf jeden Fall vielleicht heute sogar noch eine Paddeltour machen. Das werden wir mal überlegen. Und jetzt werdet ihr einfach mal den Blick, den wir haben, von Stefan einfach mal gezeigt bekommen. Genau. Eben gerade waren wir noch auf unserer Ponte Rosa, glaube ich zumindest. Ja. Und jetzt sind wir schon auf dem Ossiacher See. Das ist unser dritter See, ne? Das ist in dieser Reise unser dritter See, wo wir mit dem Schlauchboot drauf sind, genau. Ja, und hier gerade am Ossiacher See müssen irgendwelche Paddelmeisterschaften sein. Ich weiß nicht, ob es die Kanu-Meisterschaften sind. Da okay. Hinten starten sie und da ist das Ziel. Also da hinten. Und hier vorne am Campingplatz, da ist das Ziel. Gleich sind die Damen dran, wenn ich das richtig verstanden habe. Ich habe Aschaffenburg, Travenburg. Vielleicht sind es auch die deutschen Rudermeisterschaften, was ich sehr lustig finde, wenn sie dann nach Österreich fahren. Aber so ist das nochmal. Auf jeden Fall ist es sehr, sehr schön hier. Wir haben gerade nochmal ein Video fertig gedreht, was ihr vielleicht schon gesehen habt. Das weiß ich aber jetzt gerade den Stand nicht. Auf jeden Fall warten wir eigentlich jetzt auf den Startschuss und das würden wir euch noch. Ja, hört sich nach Wummen an, ja. Also vorfahren, einfahren, keine Ahnung was wir machen, auf jeden Fall. Ein paar Minuten noch. Wir sind gespannt, wir werden euch das einblenden. Auf jeden Fall muss Stefan wahrscheinlich wieder ein bisschen weiter zurück, weil sonst sind wir zu dicht am an der Sache dran. Fliegen die Fliegen an dem Morgenstern und es ist nicht Mitternacht, sondern da hinten ist immer noch, oder wir sind hier immer noch am Ossiacher See. Ja, wir haben schon gegrillt. War sehr lecker. Das Video zum Seecamping Berghof, was ihr bestimmt schon gesehen habt, oder auch noch nicht, ich weiß es halt immer noch nicht. Ist auf jeden Fall schon fertig. Das werden wir gleich auf jeden Fall nochmal Kontroll schauen. Und dann haben wir für morgen auf jeden Fall vor, wahrscheinlich, wollten wir eigentlich mit dem Schiff hier rüberfahren. Hier gibt es so ein Schiff, was in den Kärntenkarten mit drin ist, aber das fährt nur dreimal. Um 11 Uhr das erste Mal, und das ist eigentlich fast schon zu spät. Deshalb werden wir wahrscheinlich morgen unsere E-Scooter-Tour um den Ossiacher See bis zur Gerlitzenalp machen. Genau, dann fahren wir damit hoch, also nicht mit den Rollern, sondern alleine. Fahren wir mit der Bahn hoch und dann holen wir dann später unsere Roller wieder ab und fahren den Rest. Genau. Also das heißt da hinten wieder zurück auf der anderen Seite hierher zum Camping. Das ist der Plan für morgen. So, jetzt ist die Überlegung. Lauen wir jetzt nochmal einen Kommentar raus, was wir gerade so erlebt haben. Hm. Eigentlich am besten jetzt rauslassen, ja. Weil wir gerade jetzt die Wut haben und wir müssen eigentlich also Leute, schlafen. Es ist ja echt schön, wenn ihr alle Urlaub macht, ich gönne ich euch auch alle. Aber haltet gefälligst die ganzen Regeln, die wir in Deutschland haben, auch im Ausland an. Verdammt nochmal. Gerade es bringt nichts, wenn ihr das im Ausland oder beziehungsweise wenn ihr im Urlaub seid, das alles vernachlässigt und hinterher wundert ihr euch, warum ihr alle krank seid. Das ist kein Wunder dann.
Also sorry dazu dafür, aber es geht gar nicht. Also Um das jetzt ein bisschen noch zu spezifizieren, auch hier in Österreich gelten Regeln. Und zwar hier haben den Campingplatz, haben sie eindeutig über einem Schilder gemacht. Und gerade auf den Campingplätzen fällt uns das partout auf, dass ihr euch überhaupt nicht an irgendwelchen Regeln haltet. und da muss ich ganz ehrlich sagen, ich bin froh, wenn ich frei stehe, weil das ist also das ist für mich wesentlich sicherer, als hier auf so einem blöden Campingplatz zu sein. Und das ist traurig. Und das ist man nicht gewohnt. Also ich weiß nicht, ob hier viele Neulinge dabei sind, die vom Camping keine Ahnung haben oder ob das jetzt Weil allgemein normalerweise nehmen Camper alle Rücksicht aufeinander. Und das finde ich echt, ist das ist aktuell traurig. Es ist sehr, sehr traurig im Moment. überhaupt Tut mir nicht der leid Fall. für den Kommentar, aber das finde ich nicht in Ordnung. Nee, das müssen wir jetzt rauslassen, mal ganz Gut. ehrlich, weil sonst würden wir jetzt mit schlechtem Magengeschwür ins Bett gehen. Das wollen wir nicht. Hin oder her, wir wollen euch auf jeden Fall ja, jetzt verabschieden, eine gute Nacht wünschen und wir werden euch noch ein paar Szenen hier einblenden. Ich hoffe, dass ich das hinkriege mit der Kamera, Ja, das nämlich noch bemühe so ein bisschen Nachtszenen dazu, wie es hier rund um den Aussicherer See aussieht. Genau. Also, bis morgen. Oder wolltest du noch was sagen? Ja, wollte die ganze Zeit noch Ja, dann sagen. los. Ja, dann bemühe dich mal auf schöne Bilder. Und morgen geht es dann richtig schön wieder hier rum um den Ossiacher See mit guter Laune. Genau. Wunderschönen guten Morgen. Guten Morgen. Wir sind immer noch am Ossiacher See in unserem wunderbaren Pavillon. Jetzt wird er so wirklich ausgenutzt. Sonst hatten wir ihn ja noch gar nicht. Also doch am Bodensee eine Nacht, am Lago Maggiore für eine Nacht. Für eine Nacht ist das wirklich eigentlich nicht wirklich was zu gebrauchen. Norwegen, komischerweise, da ging es, aber da hatten wir nicht so viel anderes Zeug mit. Ja, okay, wir haben diesmal mehr mit. Schlauchboot und so weiter, das braucht man in Norwegen nicht. Dementsprechend ist das ein ganz schönes Gerödel, aber es ist schön, man kommt halt raus. Stefan war schon mit dem Aihawk unterwegs, hat Brötchen und Croissants geholt. Natürlich am Campingplatz immer sehr teuer, aber na mein Gott, dafür hast du es am Platz. Wir werden jetzt frühstücken und dann geht es weiter. Wahrscheinlich wissen wir noch nicht. Duschen wir dann erstmal, Ja, oder? wir machen uns dann erstmal fertig und dann wird es, ja, Und wird die Tour beginnen genau, sozusagen. dann werden wir euch einiges hier am Ossiacher See zeigen. Aber jetzt erstmal Richtig. frühstücken. Genau. So, lecker gefrühstückt haben wir. Und jetzt wollen wir eine Tour machen. Einmal um den Ossiacher See. Also so halb, weil wir wollen eigentlich nur rüber bis nach Annenheim. Dann geht es die Görlitzen hoch. Das ist da hinten. Also eigentlich einmal gegenüber. Ein bisschen mehr als die Hälfte ist es, So. was wir an Fahrt haben erstmal. Aber ja. Müssen wir auch vor um 12 da sein, weil sonst haben wir eine Dreiviertelstunde, fährt die Bahn nicht. Ah ja, Zwischen okay. 12 und 12 fährt die Bahn nämlich nicht. Dann sollte das noch passen, wenn wir jetzt uns auf den Weg machen, weil eine Stunde ungefähr brauchen wir. Genau, und dann wollen wir mal schauen, wie es da oben ist. Momentan bewölkt, vielleicht ist es nachher ein bisschen besser, dass wir vielleicht was sehen können. Zumindest mit der anderen Kamera, wo man ein Weitobjektiv hat, dass man ein bisschen Fotos machen kann. Das ist auf jeden Fall unser Ziel. Wir freuen uns drauf. Endlich mal eine Tour. Eine längere Tour mit unserem E-Scooter.
dachte, du wolltest anhalten. Ich habe nichts gehört, ich höre nichts. Du musst lauter reden. Da waren nicht meine Probleme, wie du hörst ja nichts. Hallo! Ja! Hallo! Joho! So, wir haben die ersten Kilometer hinter uns. Ich hab's vergessen. Der Marcel, guck mal eben, wie viele Kilometer es jetzt waren. Genau 10 Kilometer. Ach, perfekt. Bei dir. Bei mir, ja. Naja, das müsste bei dir ähnlich sein. Ja, das kann ich ja mal kontrollieren. Ja, dann kontrollier mal. Wir haben eine wundervolle Aussicht und zwar zum Ende. Wir sind zum Ende des Sees gefahren. Also das heißt zum, was ist denn das jetzt, Ostufer? Ja, es ist Ostufer, genau. Das hier ist so eine Auenlandschaft, sag ich mal so, wo viele Tiere heimisch sind. Das zeigen wir euch gleich nochmal. Also es ist sehr schön hier auf jeden Fall. Also ich bin 100 Meter weiter als du. Ich habe 10,1. Oh wow, yeah! Wie auch immer. Aber ich kenne 100 Meter weiter als du. Naja, egal. Auf jeden Fall, das macht schon schön Spaß. Hier ist leider kein Radweg. Der Radweg wird hier gerade irgendwie neu gemacht. Der ist gerade so geschottert. Das finde ich schade, weil du musst hier auf der Straße fahren. Und ganz ehrlich, die Straße ist so schlecht. Aber ist sehr holperig, ja. Wir freuen uns schon auf die andere Seite. Und wir freuen uns richtig auf die Gerlitzen. Auch wenn der noch ganz schön bewölkt ist. Aber da haben wir die Hoffnung, dass das näher ein bisschen weg ist. So, jetzt zeigt Stefan noch ein paar Szenen von da drüben. Und dann geht es weiter mit der Tour. Glück gehabt. Wir haben es doch geschafft, zumindest in der ersten Bahn drin zu sitzen. Mal gucken, ob wir die zweite auch noch schaffen. Wäre ja schön, weil wir eigentlich ja nach ganz oben wollen. Ja, ja, ja. Auf jeden Fall, ach, das war jetzt eine tolle Tour. Wobei jetzt auf der Nordseite vom Ossiacher-See. Ja, da war der Radweg ein bisschen holperiger. Also da sollte man sich zumindest drauf einstellen. Ja. Aber es war trotzdem okay. Also man konnte fahren. So, jetzt sind wir auf jeden Fall auf dem Weg hoch auf die Gerlitzen. Ja. Wunderbar. Ihr seht das, also es wird ja immer höher da. Ja. Und ja, wir genießen jetzt die Fahrt. Und wenn wir oben sind, entweder ganz oben oder die Mittelstation, wir wissen ja nicht, was wir erwarten. Ja, dann zeigen wir was Neues, weil die Fahrt, die wollen wir jetzt erstmal entspannen. Weil wir müssen noch was trinken. Ne? Genau, so sieht das aus. Und die Rücktour, da werdet ihr dann ein paar Aufnahmen kriegen. Ja, also dranbleiben lohnt sich auf jeden Fall. Immer. Immer.